Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe der MWA TV News. Mein Name ist Mirko Friske und ich bin nicht mehr erster Vorsitzender der Mad Wrestling Association. Aus persönlichen Gründen bin ich von diesem Vorsitz zurückgetreten. Was aber nicht bedeutet, dass es irgendwas Nachteiliges für die MWA hat, sondern das geht weiter mit der MWA, das geht spannend weiter mit der MWA. Und hier gibt es jemanden, der hat viel dazu zu erzählen für euch. Der neue erste Vorsitzende der Mad Wrestling Association begrüßt mit mir zusammen Markus Black. Herzlich willkommen, Markus. Danke, Marco. Ich übergebe dir das Mikro. Ja, zuerst einmal von mir auch herzlich willkommen heute zur Sonderausgabe der MWA TV News. Die wichtigste Nachricht zuerst: Die nächste Show der MWA wird am 12. Oktober 2013 in der Schlutupper Sporthalle am Krümling unter dem Titel Chaos Theory 3 stattfinden. Den Titel kennt ihr vielleicht von der AWM. Die AWM wird jetzt in die MWA integriert. Das heißt, die Mitglieder, die vorher bei der AWM gekämpft haben, auch in Lübeck, die werdet ihr in Zukunft bei der MWA sehen. Zudem kommen auch viele bekannte Gesichter der MWA natürlich auch bei der nächsten Show in den Ring. Und zwar unter anderem der MWA International Champion Tim Suxdorf, der sich bei der letzten Show den Titel von Champ Kaplan in einem spannenden Match sichern konnte. Ja, der AWM-Champion Rob Cage aus England wird ebenfalls da sein, da er der Meinung ist, der einzige wahre Champion in Lübeck zu sein. Das heißt, es wird schon mal spannend. Die Titel der AWM werden in die MWA integriert. Das bedeutet, der Limit X-Titel, der im Moment immer noch vakant ist, wird für die MWA auch natürlich dann als MWA Limit X-Titel ausgekämpft. Und zwar in einem Four-Way Elimination Match, wie es ursprünglich angekündigt war. Die Lightweight League der MWA ist damit leider gecancelt. Aber wie gesagt, der Limit X-Titel kommt und der kommt bei der nächsten Show, versprochen. Ja, die Tag-Team-Titel der MWA, das ist ein heikles Thema, denn unter anderem bin ich Tag-Team-Champion mit meinem Teampartner, den ich heute hier begrüße als Special Guest, Matt Alex. Zusammen sind wir Two Matt. Grüß euch. Hi. Ich habe dir dein Gold gleich mitgebracht. Dankeschön. Ja, ihr seht sicherlich jetzt das Problem, was wir uns im Vorstand natürlich auch gedacht haben. Es geht nicht, dass ich als erster Vorsitzender in den Ring steige und Champion bin. Deswegen hat der Vorstand einstimmig beschlossen, einen sportlichen Leiter und Matchmaker festzulegen, der sich um die Ansetzung der Kämpfe oder auch Absetzung der Kämpfe kümmert und komplett unabhängig vom Vorstand agiert, damit so ausgeschlossen ist, dass ich mir zum Beispiel irgendwelche Vorteile ermögliche. Der Lord of the Ring wird wieder, wie früher auch, in Zukunft auch bei der MWA ausgekämpft, und zwar in der ersten Show des Jahres in einem Match nach Royal Rumble-Regeln. Und der Lord of the Ring hat dann ein Jahr Zeit, diesen Pokal einzucashen, um sich ein Titelmatch seiner Wahl zu holen. Der amtierende Lord of the Ring 2013, Tim Carstens, wird demnach auch sein Debüt bei der MWA feiern. Ihr seht also, es wird ziemlich spannend. Ja. Die Matchzahl bei den Shows wird auch von sechs auf jetzt 7 angehoben, damit wir euch noch ein bisschen mehr Wrestling-Action bieten können. Und in Zukunft wird auch das Logo der MWA nicht mehr orange, sondern neongrün sein, um nach außen hin zu zeigen, dass sich was geändert hat und dass wir auch weiter in Zukunft für euch da sind, um gute, spannende Wrestling-Shows für euer Geld zu bieten. Wrestling in Lübeck wird nicht aussterben. Danke. Ja. Ihr könnt uns natürlich, wie schon angekündigt, auf www.mwa-wrestling.de verfolgen, unsere Neuigkeiten sehen. Wird sich auch in Zukunft einiges tun, das dauert allerdings noch ein bisschen. Liked die MWA, die Mad Wrestling Association auf Facebook, da seht ihr immer brandaktuelle Infos. Ihr könnt To Mad liken, dann könnt ihr euch die Malibu Stories angucken. Ja, wir sehen uns. Es wird spannend.